Wir haben zum vergangenen Frühjahr jetzt erstmalig unsere neue Generation an Einzelkorn-Sehtechnik, die Precea, in den Markt eingeführt. Entwicklungsbegleitend haben wir sicherlich sehr viele Tests gemacht, um die Qualitätsparameter zu validieren. Aber für uns war es halt auch wichtig, oder es ist auch wichtig, dass wir einmal diese Beweise von einem externen unabhängigen Institut belegt bekommen. Und so war es für uns halt, dann an der Stelle an die DLG heranzutreten und dort die DLG-Anerkanntprüfung durchzuführen. Mein Name ist Georg Schuchmann und ich bin Prüfingenieur im DLG-Testzentrum. Im Jahr 2020 haben wir das Maisägerät Precea 4500 2CC der Amazonenwerke getestet. Beim Labortest wurde die Ablagegenauigkeit mit drei unterschiedlichen Maissorten getestet. Die drei unterschiedlichen Maissorten unterscheiden sich hinsichtlich der 1000 Kornmasse und der Kornform. Und während dieses Labortests wurden am Sägerät unterschiedliche Fahrgeschwindigkeiten eingestellt. Mit denselben Geschwindigkeiten wurde während des Labortests auch die Düngerquerverteilung ermittelt und bewertet. Hierzu wurde ein DAP-Dünger eingesetzt und wir haben Ausbringmengen von 60 bis 300 Kilogramm Dünger pro Hektar angefahren. Die Bewertung der Düngerquerverteilung wird in allen geprüften Varianten nach dem DLG-Bewertungsraster mit sehr gut bewertet. Beim Feldtest wurde die Maisaussaat mit drei Maissorten und vier Fahrgeschwindigkeiten durchgeführt. Zur Beurteilung von Ablagegenauigkeit und Feldaufgang wurden die Abstände zwischen den aufgelaufenen Maispflanzen mit dem mobilen Abstandsmesssystem der DLG gemessen und anschließend statistisch ausgewertet. Die Feldaufgänge in den verschiedenen Versuchsparzellen wurden allesamt mit sehr gut bewertet und lagen somit über 90%. Der Anteil an Sollstellen lag im gesamten Feldtest im Schnitt bei 95%. Die Ablagegenauigkeit wurde mit sehr gut und gut bewertet. Abschließend können wir sagen, dass das sechsreihige Maissägerät Precea die von der DLG festgesetzten Anforderungen erfüllt hat. Aufgrund der erzielten Ergebnisse wird dem Sägerät das Prüfzeichen DLG anerkannt für das Prüfmodul Arbeitsqualität inklusive Düngerquerverteilung verliehen.